Im heutigen Video geht es um den heiligen Gral der Biomechanik, euren Musculus transversus abdominis oder zu Deutsch die tiefe, quere Bauchmuskulatur. Warum dieser Muskel die absolute Grundvoraussetzung für schmerzfreie Bewegung ist und euch massiv dabei hilft, ISG-Blockaden, Rückenschmerzen, Schulterschmerzen, Nackenverspannung etc. in den Griff zu kriegen. Das erfahrt ihr in diesem Video. Mit den Informationen wünscht ihr wie immer viel Erfolg. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Luke Brandenburg, Medical Fitness Trainer. Und ja, wie im Intro gesagt, geht es heute um den Musculus transversus abdominis oder kurz TVA, der heilige Gral der Biomechanik. Große Worte. Ich möchte euch heute mal erklären, warum dieser Muskel so extrem wichtig ist. Das Ganze mal anatomisch herleiten. Das hilft euch praktisch auch dabei, wenn ihr den Muskel aktiviert, besser zu verstehen, was in eurem Körper vorgeht. Ja, ich habe dazu schon mal ein Video hier auf dem Kanal gemacht. Verlinke ich euch hier oben. Sage ich aber auch gleich nochmal was zu, wo ihr weiterführende Informationen zum Thema Atmung findet. Also bis zum Ende aufpassen. Also der Musculus transversus abdominis, der ist hier zu sehen. Das ist die tiefe, quere Bauchmuskulatur zu Deutsch. Quer, das heißt hier horizontal verlaufend 360 Grad um eure Lendenwirbelsäule herum, ja, also ungefähr von der Höhe bis runter zum Becken. Oben ist der an eurem Rippenbogen, der ja auch einmal rumgeht, um euren Körper befestigt. Ja, ich mache das hier mal schematisch so, ja, auch bis hinter die Wirbel mit der Rückenfaszie. So verläuft dieser Muskel in euren Körper. Ne? Das heißt, das könnt ihr euch wie ein Korsett, wie ein Zylinder vorstellen. Und die einzige Funktion, die dieser Muskel in der Bewegung hat, ist, euren Bauchnabel nach hinten zu ziehen. Ja, das heißt, das erlebe ich hier auch immer wieder, habe ich jetzt schon mehrfach gelesen, ja, drei Übungen für euren TVA oder eine Kraftübung für den TVA. Und ich werde es ja auch mal gefragt, ja, Luke, hast du noch mehr Übungen für den TVA? Nee, habe ich nicht, weil das ist die einzige Übung für den TVA, ist diesen willkürlich mit Hilfe eurer Atmung zu aktivieren. Ne? Und das birgt halt den Rückschluss, dass der Muskel, wenn er nichts bewegt, ja, keine Rotation auslöst, keine Seitneigung, kein Vorwärtsbeugen, wo alles eure oberflächliche Bauchmuskulatur für verantwortlich ist. Das heißt im Rückschluss, dass ihr den auch nicht mit irgendeiner Hantel oder irgendeinem Widerstand aktivieren könnt, sondern das Ganze eben nur willkürlich macht. Und das heißt tatsächlich auch für euch, dass wenn ihr das nicht tut, jede Übung für euch potenziell gefährlich ist oder sogar schädlich ist. Warum? Erkläre ich euch. Wenn der Muskel halt anspannt, ja, den Bauchnabel reinzieht, dann werden eure Flanken enger. Das könnt ihr im Spiegel auch beobachten. Das heißt, die Kraft dieses Muskels, die wirkt nach innen. Ja, hier manchmal mit diesem Kraftpfeil deutlich. So. Und oben auf eurem Bauchraum, da liegt das Zwerchfell. Zwerch für quer und Fell für Haut. Das ist ein ganz, ganz dünner Muskel. Hier ist das auch nochmal eingezeichnet. Wenn ihr einatmet, dann senkt sich dieses Zwerchfell, ja, was vorher so eine Kuppel war, hier runter und schließt vollständig mit eurem TVA ab. Das Einzige, was da durchgeht, ist halt die eure Speise- und Atemröhre. Ach, noch nicht mal. Eure Lungen sind ja darüber, eure Speiseröhre, Entschuldigung. Und von unten, ja, wirkt eure Beckenbodenmuskulatur, zum Beispiel PC-Muskel, ne? Wenn ihr euch vorstellt, beim Pinkeln den Strahl abzuklemmen, dann wirkt die Kraft des Beckenbodens von unten. Und was passiert? Ein sogenannter interabdominaler Druck entsteht. Und dieser interabdominale Druck, der hat keine andere Funktion als eure Lendenwirbelsäule, die nicht nach vorne abgestützt ist. Das heißt, hier hinten wirken ja die Rückenstrecker. Ja, aber was wirkt denn hier vorne als Gegenkraft? Ja, im Grunde euer TVA in der passiven Funktion, indem eure Gedärme von hier vorne gegen die Lendenwirbelsäule gedrückt werden. Ja, das geschieht auch nochmal zur Abgrenzung zum klassischen Valsalva-Manöver aus dem Krafttraining. Bevor ich dazu gefragt werde, wird auch noch in Zukunft ein Video folgen, was ist der Unterschied und warum kommt das nicht für jedes Szenario
in Frage, gerade wenn man schon Rückenprobleme hat. Und warum eben diese Ansprache des TVAs in Bezug auf euren Schmerzproblematiken extrem wichtig ist. So, und an dieser Stelle ist mir nochmal eine Sache ganz, ganz wichtig zu sagen. Ich wurde jetzt in letzter Zeit immer wieder darauf angesprochen, ja Luke, ich bin eine Ganzkörperbaustelle, ich habe Nackenverspannung, Brustwirbelsäulenblockaden, Schulterschmerzen, Rückenschmerzen, Knieprobleme und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und ganz, ganz wichtig für euch, gerade auch Kernthema dieses Kanals, ist es halt grundlegend, eure biomechanischen Ansprachen, eure Körperstatik Stück für Stück wieder aufzubauen. Wie das geht, habe ich euch im Haltungscoach erklärt. Das heißt, sichert euch da den Zugang. Da zeige ich euch alle relevanten Ansprachen, um eure Wirbelsäule hier wieder zu einer Einheit werden zu lassen, was die absolute Grundvoraussetzung für schmerzfreie Bewegung ist. Und ihr findet dort auch den Zugang zur Facebook Medical Fitness System Facebook Community, wo ich euch persönlich per Video, per Kommentare mit persönlichem Support zur Verfügung stehe. Das Ganze ist eben der Vorschaukurs zum Medical Fitness System, welches in einigen Wochen erscheinen wird. Ja, das sind hier auch gerade, seht ihr im Hintergrund, die Vorbereitung, wo wir die Videos drehen. Und da werden wir halt mit Bewegungstests ursachenorientiert herausstellen, welche Muskeln bei euch verkürzt sind, welche Muskeln zu stark sind und mobilisiert werden sollten, um so halt einen auf euch zugeschnittenen, extrem zeiteffizienten Trainingsplan zu erstellen. Und ja, seid dabei, ich würde mich freuen. Und in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch einen Daumen nach oben, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und wir sehen uns spätestens im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.